Ja, meine Freunde, mein Name ist Viva Outpaper Viva vom Professional Board and Online Gaming und wir sind in Kapitel 16 angelangt. An der Seite mein blondes Mäuschen hier mit einer Fackel in der Hand. Wir haben ein entspanntes Rätsel gelöst und sind jetzt dem Schatz, dem angeblichen Schatz, immer näher. Ja, und ich würde sagen, wir laufen hier mal das Gewölbe nach unten. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Und ein Mega-Labyrinth. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich darauf schießen muss. Wo sollen wir lang gehen? Was nichts bringt. Okay, wo sollen wir lang gehen? Das wird aber eine Mega-Kletterpartie hier. Ketten über Ketten, Wege über Wege. Ich habe keine fucking Ahnung. Und ich würde sagen, wir wählen... Oh, Moment. Das ist eine Bodenmarkierung mit 1. Das geht mit Anlauf. Nein. Okay, so. Mutti, komm mal mit. Komm mal mit. Also, nachdem wir eine Bodenmarkierung haben, ist es schon mal... Okay, ja, jetzt geht er wieder langsam Zeitraffer. Oh mein Gott, wie dramatisch. Aber egal, wir nehmen einfach diese Bodenmarkierung. Guck mal, was hier drauf steht. Warte mal. 5. In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. 5, 2, 7. 5. 2. Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüber kommen. 6. 4. Nee. Das heißt immer schon auf die. Was war das? What the fuck? Also, 5. Nee, 3. Bin ich hier richtig? 5. Wir folgen mal der Zahl hier. Was sieht denn Boden? 4 braucht kein Mensch. 5, 2, 7. Ne, Moment, 5. Schau doch in dein fucking Buch. Keine Ahnung, ich gehe hier hoch. Das muss für irgendwas gut sein. 5, 2, ja, ja. Ja, pump. Ah, also 5, 2, 7 hatten wir. Die 7 hatten wir noch nicht. Also 5 und 2. 2 waren wir jetzt. Es tut sich was. Aber irgendwie habe ich noch immer Schiss von... Nate, was wovon du das? Auch immer. Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Ha, da sind wieder die Markierungen. Genau, und jetzt gibt es hier 3. Brauchen wir nicht, aber wir gehen dann nach oben. Sechs brauchen wir nicht. 5 ist gut. Oh, oh, oh. Und lauf. 2 ist richtig, ja. 2. Oben wieder so Sally, eine hörst du mich? Fucking Falle. Okay, verdammt, Sally ist nichts. Hat sich erledigt. Oh, da drüben ist ein Schatz. Ich sehe ihn. Ich werde sicher nicht mehr dorthin kommen. Oh mein Gott. Wir müssen nämlich... Ja. Fehler. Ja, kann passieren. Immer diese Feuerkörbe, diese brennenden.
Der ist ja noch relativ einfach, weil man da keine Zeitlatenz quasi verwendet. Okay, sie ist nach wie vor da unten. Stellt sich die Frage, muss ich da der Kette entlang? Okay, also so würde es funktionieren. Aber so. Schaffe ich's auch. So, zack, spring. Ja. Okay, dann mal hier hoch. Und jetzt? Jetzt komme ich aber hier weiter nach oben. Zwei, eins. Wir brauchen 2, 5 und 7. Mehr brauchen wir nicht. Genau. Ei. Oh. Oh, oh, ich wollte nicht so weit. Hey, geschafft! Hey, pass auf! Fuck, die Reflexe. Ja. Also, das Ganze nochmal. Hey, geschafft! Hey, pass auf! Das ist nicht mehr sicher. Nein! Schon gut! Ja. Sind wir erst wieder da, wo man nicht hin wollte, oder? Nichts passiert! Come on, Nathan. So, wohin jetzt? Alter! Es wird nicht einfacher, diese ganze Rätselsache hier. Was ist das? Man weiß es nicht. Oh! Okay. Sind wir jetzt wieder hier unten? Oh nein, doch nicht. Irgendwie ein wenig verwirrend, die ganze Sache hier. 5. Diese Richtung. Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich warte hier. Ach so, ja, du wartest hier. Das ist eine gute Idee. Dann wart mal hier. Hier oben ging mal ein Fenster auf. Komme ich da jetzt irgendwie ran? Genau. Du wartest mal hier. Ich kletter in der Zwischenzeit da raus. Was zum Teufel? Ja, da rennt schon wieder so ein Viech. Alter. So, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Dann lass uns mal das Tor öffnen. Aber Mädchen. Genau, entspann dich. Spazier mal eine Runde. Passt schon. Alles gut. Alles gut hier. Wo soll ich hin? Diese Richtung komme ich, da komme ich auch. Also hier bin ich mal rein. 2.
Oh, cool. Das ist hier der Toröffnungsmechanismus. Was zum? Ja. Danke, Nate. Ja, bitte gern. Kein Problem. So, come on, bitch. Wir gehen hier mal weiter. Die Richtung stimmt. 5, 2, nur von 7 war bisher weit und breit noch nichts zu sehen. Ui, 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 ui. Oh. Meine kleinen Kameraden. Hey, Bulle! Wer überlebt, kriegt das Gold! Du bist es nicht. Tötet beide. Das wird ja einfach wird schon wieder auf die Wichser erschießen. Ich sehe ihn! Ah, wie kommst denn du hierher? Er ist hier drüben! Er ist hier! Das wird dir wehtun. Da war auch noch einer, oder? Wie fühlt sich das an? So. Oh, das ist... What the fuck? Ein Mega-Knarre, der Typ, oder was? So, Munition. Wir brauchen Munition. Aber dass man auch immer wieder hier mit so Gegner konfrontiert ist. Wie wenn die Rätsel nicht... genug wären. Stirb. Ich glaube, da oben ist so eine Art mechanische Leiter. Das heißt, ich sehe es gerade nicht. Komme ich hier hoch irgendwie? I don't know. Hier sind mal explosive Fässer. Just for lustig, Moment. Okay. Sind hier auch noch explosive Fässer? Nee. Ja, aber wie komme ich jetzt hier hoch? Ich glaube, ich sollte die Helligkeit oder so irgendwie ändern. Kann man das? Ich mache das jetzt hier während dem Spiel. Optionen. Anzeige. Helligkeit viel höher. Danke dafür. Hat das jetzt was verändert? Okay, aber ich meine, ich kann immerhin schon mal sehen. Ich kann immerhin schon mal sehen. Wo diese mechanische Leiter sich befindet. Aber ich bin schon wieder zu unkreativ. Ah, vielleicht muss ich da hochschieben. Oder so. I don't know. Wie komme ich hier hoch? Tipp in diese Richtung. Na dann. Wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Gott. Ich sehe ihn. Wo? Hätte. Fuck. Oh. Ein Dicker. Hallo. Ah, hier. So, liebe Frau Kollegin. Nee, ich will hier... Ah, genau. Bum, 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 bum. Genau. So, hätten wir das Problem auch gelöst.
Das heißt, wir können hier weiter nach oben. Sie kann jetzt auch rauf, weil sie ja nicht in der Lage ist zu springen. Woher? Woher? Achso, ich schlag meine eigene. Alter, ich bin ein Idiot. Sie hat nach unten geschossen. Habt ihr das gesehen, wie ich sie wie ich sie verprügelt habe? Habt ihr das gesehen? On Rage. Egal ob Freund oder Feind. Ich hoffe, die führt irgendwo hin. Ja, das hoffe ich auch. Hier ist er. Wo ist er? Ah, hier. Sieben. Wir müssen in Richtung 7. Aber vorher gucke ich mal, ob es da noch Munition für mich gibt. AK-47, nee. Okay, passt. 7 war schon gut. 7 ist gut. Ja, die letzte Zahl. So, jetzt habe ich dich auch. Die Richtung stimmt, meine Freunde. Die Richtung stimmt, ich weiß es ganz genau. Versuchen wir es hier lang. Genau, Nathan, du hast es erkannt. Andere Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. Oh, wie dramatisch die Geschwindigkeit wieder verlangsamt wird vom Gehen. Oh. Hier ist nichts. Kommt mir bekannt vor. Nate? Strike. Er hat ihn nicht gefunden, er ist hier gestorben. Aber wir sind schon mal hier und sind noch besser im Saft, glaube ich. So viel zu Großem. Sein Leben vertan. Für gar nichts. Oh oh. Nate, können wir weitergehen? Ja. Liebend gerne. Es muss doch hier rausgehen. Genau. Und wie und wo und so weiter. Das, meine Freunde, seht ihr in einer nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Viva.